Und damit herzlich willkommen wieder mal bei Unravel mit mir Kirby Cobain und dem guten Jani. Ja, in der letzten Folge waren wir unten im Loch, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob das abgeschlossen ist. Können wir denn oben schon? Ja, doch. Dann heißt unser nächstes Abenteuer somit: Wie viel ist genug? Und der Rabe hat immer noch Diebstahl begangen. So, und damit herzlich willkommen noch einmal. Okay. Die Musik ist ja jetzt schon der Hammer, ne? Irgendwas übersehen? Da. Die Dose brauchen wir natürlich. Ach so, und wir wickeln uns das erste Mal schon wieder auf. Nein, wir dürfen das gar nicht berühren. Okay, das wird interessant. Dann habe ich wahrscheinlich eben was übersehen. Da ist doch die Tonne. Können wir die vielleicht nutzen? Nee, ne? Nee, die lässt sich nicht mitziehen. Ist gar nicht so einfach, da ranzukommen. Ne. Absolut nicht. Wir lassen leider zu viel Garn. Dann geht's eben halt hinauf. Denn wir wollen der schönen Hauptstory natürlich folgen. Wow! Nein! Das war ein bisschen schnell alles. Also damit habe ich jetzt natürlich überhaupt nicht gerechnet. Wir sollen da echt rüber. Oh, war das knapp. Aber jetzt können wir hoch. Das ist die Hauptsache. Wo jetzt denn? Darüber? Schau mal, können wir noch weiter runter oder? Nein! Schande auf mein Haupt! Schande! Aber hier kommen wir nicht höher, ne? Nein. Wir müssen hier runter. Und da hinüber. Können wir noch weiter runter?
Wahnsinn! Hep! Und hep! Und platsch! Da hätten wir den Schwung mitnehmen müssen, anders wäre es einfach nicht gegangen. Okay, die Rätsel werden eindeutig schwerer. Vor allen Dingen, wenn ich sie spiele. Und noch einmal. Weil es so schön ist. Naja, von der Atmosphäre her würde ich jetzt nicht gerne hier lange verweilen, aber... Von der Story her... ist das Spiel unschlagbar. Gleichzeitig gerade. Es muss machbar sein, Alter. Jetzt. Okay. Dann so rum. Können hier noch hoch. Können wir etwa noch nach links? Sieht das so aus? Ja, können wir noch. Ach nee, wen haben wir denn da? Ja, hat sich doch ein wenig gelohnt, unser kleiner Ausflug eben. War ja auch nur von kurzer Dauer. Von daher könnt ihr mir da nicht böse sein. Solange nur Kieselsteine fallen, ist alles in Ordnung. Okay, einmal festbinden. Und hinauf mit uns. Ach Mensch. Jetzt aber. Alles Schaben. Okay, es werden Beweise vernichtet. Sehe ich das richtig? Oh, jetzt darauf. Wieder Licht an. Wo langt denn jetzt? Rüber? Oh, wir dürfen den Boden absolut nicht berühren. Die Schaben sind nicht gut für uns. Dann versuchen wir doch hier wieder hoch. Geht das denn? Jawohl. Wie kommen wir denn hier rüber? Können wir die Lampe denn um uns festhalten? Nein, an der Lampe auch nicht. Wir hätten die Lampe runterschieben müssen. Wie es aussieht. Können wir dich nicht noch ein bisschen mitnehmen? Warte mal. So. Und hinunter. Okay, jetzt ist die Frage, wir sind hier jetzt sicher. Aber wir müssen ja immer noch rüberkommen. Wow. Wow. jetzt ist das Problem rüberkommen. Ne. Der Ventilator vielleicht?
Oh. Keander. Mach mich jetzt nicht schwach hier. Irgendwas übersehe ich. Wir ziehen die nochmal hier rüber. Aber nur damit wir die nochmal anmachen. Dann gehen wir nochmal zurück. Können wir hier hoch? Nein. Wir können den auch nicht weiter. Wir können den doch jetzt schieben. Und zwar dahin. Dann können wir hier rauf und hier rauf. Sieh einer an. Der Kirby kann auch mal was. So, Licht an. Nee, irgendwas haut gerade nicht hin, was ich mir denke. Ich hatte da oben noch ein wenig Faden gesehen und dachte, wir kommen da ran, aber dem ist nicht so. Okay. Achso, jetzt kommen wir da hoch. Sieh doch mal. Können wir die jetzt runterschubsen? Hm. Nee, das können wir nicht bewegen. Machen wir das jetzt einfach so? Und so machen. Dann können wir doch hier raus. Da ist die diebische Elster wieder gewesen. Und über die Stromleitungen. Autsch. Keine gute Idee. Da oben müssen wir hin. Wie kommen wir denn da ran? Am Strommast? Wie soll... Sobald wir die Stromleitung berühren, ist Feierabend. Nee, doch nicht. Das geht nie gut. Nie und nimmer. Ach, ich wollte springen. In der Hoffnung, dass das reicht. Na gut, dann nochmal. So, ersten haben wir. Nein. Shit. Oh, Jani, es tut mir so leid. Nee, nochmal warten. Den ersten machen wir nicht. Wir warten noch einen ab. Jetzt laufen wir. Wow, es hat funktioniert. Ich wollte an die Schüssel. Funktioniert nicht. Okay. Dann vielleicht. Oh, so.
Okay, wir mussten... Können wir nochmal hoch? Müssen wir jetzt wirklich wieder... Ja, wir müssen wieder in die Richtung. Okay, das war die lange Phase. Jetzt kommt eine kurze Phase. Dann ist das die längere jetzt. Boah. Das ist eine lange gewesen. Kurz. Kurz. Nee, das sollte... Oh Mann, wie sollen wir das denn schaffen? Hm, zu spät. Kurz. Kurz. Ist das lang? Ja. Das war lang. Kurz. Kurz. Komm, 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 komm. Fiese Nummer. Kurz. 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 Ich hoffe, dass das die lange ist. Ja. Okay, wir lassen die mal vorfahren. Ah ne, wir müssen mitfahren. Und hinauf. Okay. Nein! Ach. Schade. Halt dich bloß dran fest, Jani. Okay, wir müssen da irgendwie rüberkommen. Ach du schon. Nein! Nein! Vielleicht doch kurz halten. Boah, das ist schon übel gemacht. Kommen wir da rauf, Mann? Also, ich sammle ja gerne, aber nein. Ich möchte hier irgendwie mit Jani durchkommen. So, wir lassen das mal kurz. Ich glaube, ich hoffe, es funktioniert so. Ah, ist doch. Okay, wir hätten darüber gekonnt. Habe ich zu spät gesehen. Rauf da, ran da. Oh nein! Ach. So, und jetzt? Und jetzt, ja. Oh. Okay, jetzt hoch und dann müssen wir gleich rüber. Nee,
Das wird so absolut gar nichts. Können wir noch einen zurück wieder dann? Das Herrliche ist ja auch. Ach, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Moment. Thank you.